Ende der Straße. Das erste Mal geschah dies vor 15 Jahren und sollte sich über die nächsten 13 Jahre meines Lebens hinziehen. Es begann im Sommer, etwa 4 Monate, nachdem wir in ein neues Haus in einem anderen Bundesstaat gezogen waren. Ich war damals 9 Jahre alt und hatte noch keine Freunde in der Gegend. Eines Tages war ich draußen im Vorgarten und half meinem Vater bei der Gartenarbeit. Er mähte den Vorgarten und den Hinterhof und ich pflückte entweder Löwenzahn aus dem Boden oder goss die Pflanzen vor dem Haus. Ich weiß, das ist nicht sehr hilfreich, aber ich war 9 und durfte nichts mit dem Rasenmäher machen, außer vielleicht am Kabel zu ziehen, um den Motor zu starten. Mein Vater war gerade mit dem Vorgarten fertig geworden und machte sich auf den Weg in den Hinterhof, während ich im Vorgarten blieb, um die Arbeit zu beenden. Ich erinnere mich, dass ich ein Paket auf der Veranda vor unserer Tür sah und hinaufging, um es zu holen. In dem Moment drehte ich mich um und sah ihn. Ein Mann in den späten 30ern, mit langen dunklen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren und über die Schultern hingen, trug ein einfaches weißes T-Shirt, eine schwarze Pyjamahose und keine Socken oder Schuhe. Er stand am Ende unserer Straße, hatte die Arme verschränkt und starrte mich direkt an. Nun zum Kontext. Mein Haus liegt 4 Häuser weiter vom Ende der Straße entfernt. Am Ende meiner Straße befindet sich eine Straße, die eine T-förmige Kreuzung bildet. Auf der anderen Seite dieser Kreuzung befinden sich 3 Häuser, wobei ein Haus in der Mitte meiner Straße liegt und die beiden anderen Häuser rechts davon stehen. Links von dem Haus, das an meine Straße grenzt, befindet sich eine alte Stahlverarbeitungsfabrik, die von Häusern in unserer Nachbarschaft umgeben war und noch rund um die Uhr in Betrieb war. Dieser Mann stand vor dem Haus, das an meine Straße grenzt, an der Spitze der T-förmigen Kreuzung. Er stand direkt am Rand der Straße und starrte mich einfach an. Als ich ihn sah, erstarrte ich sofort, wobei mich plötzlich ein ungutes Gefühl überkam. Je länger ich ihn ansah, desto mehr rote Fahnen fielen mir auf. Für meinen 9-jährigen Verstand war dieser Mann sehr seltsam gekleidet und das war bereits ein erstes Warnsignal, aber das Unheimlichste, was mir auffiel, war sein Gesicht. Sein Gesicht war völlig ausdruckslos, es hatte nur diesen intensiven und durchdringenden Blick, mit dem er mich direkt ansah. Es fühlte sich an, als würde er direkt durch mich hindurch starren. Mindestens 2 Minuten lang starrten wir uns an, ohne wegzusehen oder auch nur zu blinzeln. Schließlich verstärkte sich das ungute Gefühl so sehr, dass ich langsam von der Veranda zur Seite unseres Hauses ging, ohne den Blick von dem Mann abzuwenden. Als ich außer Sichtweite war, rannte ich in den Hinterhof, um meinem Vater zu erzählen, was gerade passiert war. Ich kam zu ihm, als er mit dem Mähen des Gartens fertig war, und schilderte ihm, was ich gesehen hatte. Da erzählte er mir, dass er diesen Mann am anderen Tag gesehen hatte, wie er dasselbe tat, nur dass er gerade unsere Straße hinunterstarrte. Die Arme gekreuzt, weißes T-Shirt, Pyjamahose, keine Schuhe, genau wie ich ihn gesehen hatte. Daraufhin sagte mein Vater zu mir, dass ihm dieser Mann nicht geheuer sei und ich mich von ihm fernhalten solle. Leider sollte das nicht das letzte Mal sein, dass ich den Mann am Ende unserer Straße sah. Von diesem Zeitpunkt an sah ich diesen Mann viel öfter. Wenn ich mit meiner Familie im Auto unterwegs war oder draußen etwas in unserem Garten oder in unserem Viertel tat, sah ich ihn an derselben Stelle stehen, die Arme verschränkt und mit intensivem Blick. Er war nicht rund um die Uhr da, aber mindestens 3 Tage in der Woche sah ich ihn draußen, manchmal 5 oder mehr Stunden am Stück. Wenn er nicht mich anstarrte, starrte er jemanden an, der mit seinem Hund spazieren ging oder ein vorbeifahrendes Auto. Einmal habe ich versucht, seinen Zeitplan herauszufinden, damit ich nicht so oft in seiner Nähe sein musste, aber es war mir zu unheimlich, ihn im Auge zu behalten, weil er gelegentlich anfing, mit dem Kopf herumzuscannen und nach Leuten Ausschau zu halten, an denen er sich festhalten konnte, was mir wirklich Angst machte. Einige von Ihnen werden jetzt vielleicht denken, er starrt nur und tut nichts, das ist doch nicht so schlimm, oder? Nun, leider musste ich später feststellen, dass die Dinge viel schlimmer waren, als ich es mir je vorgestellt hatte. Spulen wir etwa 9 Jahre vor. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und versuche einen Job zu finden, um für mein erstes Auto zu sparen. Ich hatte bis dahin nicht wirklich Geld sparen können und meine Eltern waren nicht in der Lage, mir beim Kauf eines Autos zu helfen. Also wusste ich, dass ich versuchen musste, einen Job zu finden, der für mich leicht zu erreichen war und bei dem ich genug verdienen würde, um hoffentlich schnell ein günstiges Auto zu bekommen. Und siehe da, die Stahlverarbeitungsfabrik neben dem Haus des unheimlichen Mannes suchte Mitarbeiter und ich beschloss, dass sich der 2-minütige Fußweg zur Arbeit lohnen musste, auch wenn er am Haus des unheimlichen Mannes vorbeiführte. Ich hatte diesen Mann zu diesem Zeitpunkt schon fast 1 Jahrzehnt lang bei seiner Arbeit gesehen und dachte mir, dass das kein Problem sein würde. Also habe ich mich beworben und den Job schließlich bekommen. Es war harte Arbeit, die in der Regel aus schwerer körperlicher Arbeit und einem konstanten Tempo bestand, aber nichts, was ich nicht erwartet hatte.
Ich fing ziemlich langsam an, wurde dann aber immer besser und konnte die Aufgaben viel schneller erledigen. Nach etwa 3 Monaten wurde ich an einer Maschine in der Laderampe eingesetzt, an der ich bisher noch nicht gearbeitet hatte. Von der Laderampe aus hatte ich freie Sicht auf den Holzzaun, der die Ladezone der Fabrik vom Haus des unheimlichen Mannes trennte, sowie auf den vorderen Teil seiner Einfahrt, wo er normalerweise stand. Ich konnte den Mann, der an seinem Posten stand, nicht sehen, aber ich konnte ein großes Loch im Zaun erkennen, das anscheinend durch eine Art Unfall entstanden war. Der Zaun war nicht sauber durchbrochen, aber es gab Splitter und Risse im Zaun, wo das Loch entstanden war. Ich fragte den Arbeiter, der mit mir an der Anlegestelle war, nennen wir ihn Ronny, ob er etwas darüber wisse, und so kamen wir in ein längeres Gespräch über den unheimlichen Mann. Ronny war seit über 15 Jahren in der Fabrik tätig und hatte den Mann mehr als einmal bei seinen Kontrollgängen gesehen. Laut Ronny war das Loch im Zaun von dem unheimlichen Mann verursacht worden, und er hatte den Managern des Werks erzählt, dass es sich um einen Unfall mit seinem Lastwagen gehandelt hatte. Aber das ist noch nicht alles. Ronny erzählte mir dann, dass der unheimliche Nachbar tatsächlich eine Kindertagesstätte in seinem Haus betreibt und dass es sich dabei um ein nicht angemeldetes Gewerbe handelt, das sogar schon mehr als einmal dazu geführt hat, dass die Polizei zu ihm gerufen wurde. Das überraschte mich, denn ich hatte die Polizei noch nie in seinem Haus gesehen, aber nachdem Ronny mir das erzählt hatte, fiel mir noch etwas anderes ein. Wenn man sich das Haus des unheimlichen Mannes anschaute, konnte man immer dann, wenn sein Lieferwagen nicht in der Einfahrt stand, einen dieser Minispielplätze für Kinder mit einer Rutsche und eingebautem Spielzeug sehen, mit dem Kleinkinder spielen würden. Das kam mir immer seltsam vor, denn in den 9 Jahren, die ich bis zu diesem Zeitpunkt verbracht hatte, hatte ich noch nie jemanden aus seinem Haus kommen oder gehen sehen, schon gar keine Kinder. Aber ich hatte mir nie wirklich viele Gedanken darüber gemacht. Nachdem Ronny mir das erzählt hatte, dachte ich daran zurück, wie ich ihn als 9-Jähriger zum ersten Mal gesehen hatte und an all die anderen Male, die er mich beim Aufwachsen angestarrt hatte. Ich begann mich zu fragen, ob er insgeheim einen Plan geschmiedet hatte, um zu versuchen, mich in seine inoffizielle Tagesstätte zu holen. Leider konnte ich nicht wirklich bestätigen, was Ronny mir erzählt hatte, und da ich zu diesem Zeitpunkt mit meinen eigenen persönlichen Problemen zu Hause zu tun hatte, legte ich die Geschichte einfach als etwas ab, von dem ich überhaupt nicht überrascht wäre, wenn es wahr wäre. Ich verließ den Job nicht lange danach, hatte das Geld für ein Auto gespart und konnte mich auf den Weg in das Berufsfeld machen, in das ich mich hineinzuarbeiten gehofft hatte. 3 Jahre später erlebte ich eines der schrecklichsten Dinge, die mir je passiert sind, und das ist auch der Grund, warum ich diesen Beitrag schreibe. Zu diesem Zeitpunkt war ich von zu Hause weggezogen, musste dann aber aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen werde, wieder zu meinen Eltern zurückziehen. Ich hatte auch meine Freundin kennengelernt und wir verbrachten einige Abende damit, zu meinen Eltern zu fahren, um alte Filme anzuschauen oder mit meiner klapprigen Kellereinrichtung Spiele zu spielen. Zu diesem Zeitpunkt war sich meine Freundin des unheimlichen Mannes bewusst, schenkte ihm aber genauso viel Aufmerksamkeit wie allen anderen. So unheimlich er auch war, er hat nicht gegen das Gesetz verstoßen, in dem er dort stand, und in unserem Leben war schon zu viel los, als dass wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit auf seine Seltsamkeiten hätten richten können. An diesem Abend war ich mit meiner Freundin auf dem Weg nach Hause, um einen ganz normalen Filmabend zu verbringen. Ich wollte das Auto meiner Mutter nicht in unserer einspurigen Einfahrt blockieren, also hatte ich vor kurzem begonnen, auf der Wiese hinter unserem Haus zu parken. Hinter unserem Haus befand sich eine Gasse, die an den Hinterhöfen der anderen Häuser vorbeiführte. Unser Hinterhof war mit einem Holzzaun gegen die Gasse abgegrenzt und hatte ein separates Garagengebäude, das in die Gasse mündete. Ich hatte angefangen, immer öfter auf der Wiese zwischen den Garagentoren und der Gasse zu parken, und so war ich in diese Richtung nach Hause gefahren, in der stillen Hoffnung, dass der unheimliche Mann an einem so schönen Abend nicht draußen stehen würde. Natürlich hatte ich es verflucht, und der Heimweg, den ich eingeschlagen hatte, führte uns direkt an ihm vorbei, der da stand und uns anstarrte. Ich schaute ihm kurz in die Augen, als wir an ihm vorbeifuhren und auf die rechte Seite der T-Kreuzung fuhren, um in die Gasse hinter meinem Haus einzubiegen. Aber jetzt wurde es unheimlich. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, bekam ich ein wirklich schlechtes Gefühl, als wir an dem unheimlichen Mann vorbeikamen. Ein ähnliches Gefühl, wie an dem Tag, an dem ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Ein Gefühl, das mir den Magen zerreißt. Irgendetwas stimmt nicht. Und so beschloss ich, in den Rückspiegel zu schauen. Zu meinem Entsetzen hatte der unheimliche Mann tatsächlich seinen Posten verlassen und war schnell in meine Richtung gelaufen. Ich kann ehrlich sagen, dass dies das erste Mal war, dass ich den unheimlichen Mann nicht völlig stillstehen sah, und er ging in dieselbe Richtung, in die ich gegangen war. Als meine Gedanken zu rasen begannen, bog ich in die Gasse ein und ging dann 4 Häuser weiter und bog in die Wiese hinter der Garage in unserem Hinterhof ein. Ich erzählte meiner Freundin sofort, was ich gesehen hatte und wie seltsam es war.
Ich wollte sie nicht erschrecken, aber ich wollte auch nicht, dass sie unvorbereitet getroffen wurde, falls etwas Schlimmes passieren sollte. Aus dem Winkel, in dem mein Auto geparkt war, konnte ich mich auf dem Fahrersitz umdrehen und durch die Schlitze im Holzzaun in unserem Hinterhof auf die Gasse blicken. So konnte ich sehen, ob er kam und ob er um die Ecke bog. Ich verriegelte die Autotüren, drehte mich auf meinem Sitz um und griff in meine Tasche, um mein Taschenmesser fest umklammert zu halten. Meine Augen weiteten sich und mein Herz schlug schnell, als ich sah, wie er lässig durch die Schlitze die Gasse hinunterging, bis an den Rand des Holzzauns und dann innehielt. Nach ein paar Augenblicken drehte er sich um 180 Grad und begann, die Gasse in der Richtung, aus der er gekommen war, zurückzulaufen. Ich wartete etwa 2 Minuten, bevor ich aus meinem Auto ausstieg, mich langsam dem Zaun näherte und dann in die Gasse ging, um zu sehen, dass er weg war. Ich habe viel darüber nachgedacht, seit es vor 2 Jahren passiert ist. Ich weiß nicht, ob er mich wiedererkannt hat, und ich weiß auch nicht, warum er mir und meiner Freundin in dieser Nacht gefolgt ist und uns zu Tode erschreckt hat. Ganz ehrlich, es ist mir eigentlich egal. Ich konnte kurz nach diesem Vorfall aus dem Haus ausziehen und lebe jetzt mit meiner Freundin zusammen, die heute meine Verlobte ist. Aber dem Mann, der mich und meine gesamte Nachbarschaft mehr als mein halbes Leben lang angestarrt hat und der mir und meiner Freundin aus weiß Gott welchem Grund in eine dunkle Gasse gefolgt ist, lass uns nie wieder treffen. Spiegel. In dem alten Haus im Split-Level-Stil der 70er Jahre, in dem ich aufwuchs, gab es überall Spiegel. Meine Mutter liebte sie und wollte so viel natürliches Licht wie möglich. Sie wollte, dass die Sonne vom Fenster eingefangen und in den Raum zurückgeworfen wird. Meine Schranktüren waren Spiegel. Ich hatte einen Schminkspiegel, dann noch einen Ganzkörperspiegel. Es war, als ob meine Mutter nicht genug Spiegel im Haus hatte. Jedes einzelne Zimmer hatte einen Spiegel. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich in meinem alten Zimmer im Keller, das neben dem Elternzimmer lag, nur einen Spiegel. Bis zu meinem 6. Lebensjahr hatte ich dieses Zimmer mit vielen ausgestopften Delfinen und Büchern vollgestopft. Dann habe ich mir das Zimmer meines Bruders im Obergeschoss angesehen. Nachdem mein jüngster Bruder ausgezogen war, übernahm ich sein geräumiges Zimmer im Obergeschoss. Vor allem, weil ich dem nächtlichen Streit meiner Eltern entkommen wollte. Ich wollte das betrunkene Lallen meines Vaters und seine Ausbrüche von Gewalt nicht mehr hören. Ich wollte seine schweren Schritte und die laute Stimme meiner Mutter nicht hören. Ich wollte nicht die Schläge gegen die Wand hören, die angestrengten Atemzüge meiner Mutter, nachdem mein Vater unter ihrer Befragung, wo er gewesen war und mit wem er zusammen war, zusammengebrochen war. Ich wollte auch den Monstern in den Schatten entkommen. Ich wollte der Dunkelheit entkommen, die für ein Zimmer mit 2 Fenstern viel zu schwer war. Mein Kleiderschrank war damals nur aus Holz, aber meine Mutter würde das ändern, wenn ich mich entschied, nach oben zu ziehen. Und in diesem Schrank, wenn er nachts offen stand, hatte ich Angst vor Monstern, die in Form von Schatten hereinkamen. Nach einer Weile lernte ich jedoch, dass das schlimmste Monster die Depression war, die an meine Eltern nagte. Die negative Energie, die sie ausstrahlten, hatte die Form eines Monsters angenommen, das in manchen Nächten, wenn ich Albträume hatte, an meinem Bett saß und die Gestalt eines gruseligen Monsters aus einem Film annahm. Meine Mutter sagte, dass ich so viele Albträume hatte, dass sie sich sicher war, dass es daran lag, dass ich als kleines Mädchen unbedingt Jurassic Park und andere Monsterfilme sehen wollte. Ich kann mich zwar nicht mehr an jeden einzelnen Albtraum erinnern, aber ich weiß noch, dass ich sie mir ansah, um zu lernen, wie ich sie überlisten kann, falls ich ihnen jemals im wirklichen Leben begegnen sollte. Ich war traurig, als meine Mutter versuchte, mir die Filme wegzunehmen, aber dann bekam mein Vater kurz darauf die gesamte Jurassic Park-Serie. Konflikte. Davon gab es so viel, als ich klein war. Der Umzug nach oben hat einiges davon zum Schweigen gebracht, aber ich konnte immer noch den Widerhall der Stimmen meiner Eltern hören. Wenigstens konnte ich den tragbaren CD-Player, den ich in der Schule gewonnen hatte, benutzen, um Musik zu hören. So legte ich oft eine CD ein, die beruhigende Musik spielte, gepaart mit dem Geräusch von spielenden Delfinen. Im Großen und Ganzen habe ich gelernt, ruhig zu bleiben. Allerdings habe ich mehr und mehr geschrieben als sonst. Ich schrieb so viel auf, wie ich konnte. Im Grunde wusste ich, dass meine Fantasie wild war. Sie war der Ort, an den ich mich flüchten konnte, wenn die Realität mich im Stich ließ. Ich dachte, dass alles, was um mich herum geschah, auf meine Vorstellungskraft zurückzuführen war. In der ersten Woche, als ich mich in meinem neuen Zimmer eingerichtet hatte, war alles friedlich. Ich konnte die Vögel vor meinem Fenster zwitschern hören und das natürliche Sonnenlicht fiel morgens in mein Zimmer.
Es war wunderschön, das Licht war eine schöne Abwechslung zu der Dunkelheit, die ich vorher hatte. Der einzige Ort, an dem es in meinem Zimmer dunkel war, war mein Kleiderschrank, wenn man die Türen dazu schloss. Und ich war froh, dass ich mich nicht darin aufhalten musste, es sei denn, ich musste vor Räubern fliehen. Es war schön, aber der Zugang zum Dachboden war in diesem Schrank. Bis heute frage ich mich, warum ich dieser Tatsache erst später Beachtung geschenkt habe. Ich hatte keine Angst vor der Dunkelheit in meinem Zimmer, wenn ich die Jalousien offen hatte. In der Landschaft, in der wir lebten, konnte ich die Sterne kristallklar sehen, unbefleckt von Smog und Umweltverschmutzung. Es war so faszinierend, sie zu beobachten, bis ich einschlief. Ich hatte mich an die Geräusche des Windes und des alten Hauses gewöhnt, aber zwei Tage nach meiner ersten Woche im neuen Zimmer hörte ich das Rollen der Räder an meinen Schranktüren. Ich wandte den Kopf vom Fenster ab und schaute auf meinen Kleiderschrank. Die Dunkelheit von vorhin schien hinter dem Raum hervorzulugen, der jetzt für mich geöffnet war. Dank des Mondlichts konnte ich kaum ein T-Shirt erkennen, das dort hing, aber ansonsten war die Dunkelheit schwer und dicht und starrte mich an. Es ist verrückt, aber bis zum heutigen Tag spüre ich immer noch den schweren Blick dieser Dunkelheit. Ich hatte Angst, die Augen mit der Quelle zu verbinden. Ich hatte Angst, sie hereinzulassen. Ich beschloss, dass ich die Tür vielleicht zu fest geschlossen hatte, stand auf und schob sie zu. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich Angst vor dem hatte, was da drin war, denn ich wollte so tun, als wäre es nur eine Kinderangst. Es gibt keine Monster in meinem Schrank, wiederholte ich laut zu mir selbst. Doch das Mantra beruhigte mich kaum und nahm mir auch nicht das unheimliche Gefühl, das in der Luft lag. Zögernd machte ich mich auf den Weg zurück zu meinem Bett, kroch hinein, zog die Decke bis zum Kinn hoch und versuchte, den Blick vom Schrank abzuwenden. Ich fühlte mich zu ihm hingezogen, aber ich zwang meine Augen zurück zum Himmel draußen, wo die Sterne funkelten. Funkel, funkel, kleiner Stern, sang ich zu mir selbst, während ich versuchte, die Angst, die ich hatte, zu überwinden. Wie ich mich frage, was du bist, beendete eine Stimme für mich. Erschrocken schaute ich mich um und sah erst einmal nichts. Ich dachte, ich bilde mir das wieder nur ein, denn die Tür blieb geschlossen. Ich schüttelte den Kopf und schloss die Augen. Ich öffnete sie wieder, als meine Nerven mir sagten, ich solle wieder in meinen Schrank schauen. Und da waren die Türen. Beide schoben sich ineinander, da beide Seiten des Schranks nun offen und freigelegt waren. Vorübergehend sah ich im Spiegel eine Gestalt aus der Dunkelheit neben dem Fußende meines Bettes. Ich schrie auf, doch die Gestalt ging zurück in meinen Schrank und schloss die Türen. Es folgten Geräusche von Schritten, die die Treppe hinaufschossen, und bald war meine Mutter in meinem Zimmer und fragte, was los sei. Ich wünschte, ich hätte ihr die Wahrheit gesagt. Ich habe ihr nur gesagt, dass ich einen schlimmen Albtraum hatte, aber das war nicht das letzte Mal, dass ich diese Gestalt im Spiegel sehen würde. Im Spiegel sah ich eine Gestalt aus der Dunkelheit neben dem Fußende meines Bettes. Ich schrie auf, doch die Gestalt flitzte zurück in meinen Schrank und schloss die Türen hinter sich. Für das bloße Auge schienen sich die Türen von selbst zurückzurollen, aber wegen der vielen Spiegel in meinem Zimmer konnte ich die schattenhafte Gestalt sehen. Was ist los? Platzte meine Mutter keine 4 Sekunden später in mein Zimmer. Ich war mir nicht sicher, ob meine Fantasie zu stark für mich war, also hielt ich mich mit der Wahrheit zurück. Ich wünschte, ich hätte ihr die Wahrheit gesagt. Das war nicht das letzte Mal, dass ich die Gestalt im Spiegel sah. Es passierte wieder, etwa 5 Jahre später. Ja, es passierte nicht sofort. Ich fragte mich, ob die Gestalt, die ich sah, freundlich war, und ich habe sie einfach eine Zeit lang verscheucht. Das war mein erster Gedanke, aber dann habe ich an mir gezweifelt und gedacht, dass es vielleicht nur meine Fantasie ist, die mit mir spielt. Im Alter von 12 Jahren wurde das Verhältnis zu meinen Eltern immer schwieriger. Sie stritten über dieselben Dinge, aber sie stritten auch über mich. Ich hatte mich so sehr in die Welt der Musik vertieft, dass ich Gitarre, Klavier und Geige lernen wollte. Meine Mutter vertrat die eine Seite, sie glaubte nicht, dass ich mich auf eines dieser Fächer festlegen könnte. Mein Vater war der gegenteiligen Meinung, er war der Meinung, dass ich alles machen könnte, wenn ich mich nur darauf konzentrierte. Wieder gab es einen Konflikt. Meine wütende Mutter konnte immer noch in mein Zimmer platzen, wenn ich die Türen nicht abschloss. Einmal hat sie mich beim Schreiben erwischt und darauf bestanden, dass ich ihr zeige, was ich geschrieben habe. Als ich mich wehrte, zog sie es mir weg und las meine Vampir-Fanfiction. Ich war ein ängstliches Mädchen. Daher waren meine Texte damals ein wenig anzüglich. Meine Mutter und mein Vater haben beide meine Werke gelesen. Meinem Vater gefiel sogar, was ich schrieb, abgesehen davon, dass es um Übernatürliches ging. Natürlich wurde meine Mutter wieder wütend, da sie die religiöseste in unserer Familie ist. Unnötig zu sagen, dass ich Hausarrest bekam, da die Religion meiner Familie spirituelle und dämonische Medien absolut verabscheut.
um das klarzustellen. Ja, das bedeutete auch, dass ich die Harry Potter-Reihe nie gelesen oder gesehen habe, auch nicht die Twilight-Reihe. Schließlich gelang es mir, ein Buch aus der Schulbibliothek auszuleihen, das in meinem Rucksack lag und mich dazu verleitete, es zu lesen. Da war ich also, ohne Laptop und in meinem Zimmer. Das war mir eigentlich egal, denn ich hatte ja eine Gitarre und ein Notebook. Ich konnte mich auch außerhalb des Laptops vergnügen, was meine Mutter natürlich auch verabscheute. Immer wenn sie mir Hausarrest gab, nahm sie mir jegliches Spielzeug weg. Als sie dann merkte, dass ich selbst lesen konnte und mir Geschichten ausdachte, wenn ich nicht lesen konnte, begann sie mir Bücher wegzunehmen. In meiner Familie waren Bestrafungen nicht wirklich eine Strafe, ich konnte immer einen Weg finden, mich zu unterhalten. Selbst wenn sie mir die Hefte wegnahm, träumte ich immer noch von irgendetwas, spielte sogar Szenen nach, die ich mir ausgedacht hatte. Jetzt können sie verstehen, warum ich den Vorfall mit der Figur im Spiegel als Hirngespinst abgetan habe. Ich hatte angenommen, dass es sich um einen Luftzug handelte, dass die Räder und die Spur gut mit einer Art Öl geschmiert waren, dass es ihnen schwer machte, an Ort und Stelle zu bleiben. Ich saß mit 12 Jahren auf meinem Bett, lehnte mich zurück und schloss die Augen. Ich hatte Hefte, mehrere Bücher, ein Keyboard, auf dem ich Klavier üben konnte, und eine Gitarre. Das war keine große Sache. Aber ich war so müde, dass ich beschloss, faul vor mich hinzuträumen. Außerdem konnte ich meinen Laptop immer noch spät in der Nacht heimlich zurückbringen. Als hingebungsvolle Schriftstellerin stellte ich mir die Geschichte, die ich begonnen hatte, immer weiter vor. Ich stellte mir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn sich Reißzähne in den Hals bohrten, wie es wäre, von einem Vampir geküsst und dann gebissen zu werden. Meine Gedanken überschlugen sich und sie hörten nicht auf. Ich war ein 12-jähriges Mädchen, das in die Pubertät kam. Ich sagte mir, dass ich aufhören sollte und beschloss, das Buch herauszuziehen und über meinen kleinen Erfolg zu lächeln. Ich ging zu der Seite zurück, auf der ich vorhin in der Bücherei aufgehört hatte. Ich vergrub mich in dem Buch und wurde schläfrig. Ich hatte das Buch fast zu Ende gelesen, als ich es beiseite legte und es dummerweise auf meinen Nachttisch stellte. Kurz darauf wurde ich ohnmächtig. Ich weiß nicht mehr, was für einen Traum ich zuerst hatte. Ich weiß nur, dass ich irgendwann später in der Nacht wieder aufwachte, aber ich konnte meinen Körper nicht mehr bewegen. Ich schaute mich in meinem Zimmer um, das nun völlig dunkel war. Ich konnte kaum noch etwas um mich herum erkennen. Die gewohnten Umrisse meines Waschbeckens waren verschwunden. Es gab keinen silbernen Abglanz mehr. Ich sah keinen einzigen Spiegel, also wusste ich, dass ich nicht mehr in meinem Zimmer war. Um mich herum war ein leichtes Brummen zu hören. Der Raum, in dem ich mich befand, wurde von einem roten Blinklicht erhellt. Es fühlte sich an, als würde ich von einer Art Fesselung festgehalten, also schaute ich nach unten und bemerkte diese kurzen, blassen Wesen, die auf mir herumkrabbelten, in Richtung meines Gesichts. Ich spürte einen scharfen Stich in meinem Bein und wusste, dass mich eines der Wesen bereits gebissen hatte. Es fühlte sich an wie scharfe Messer, die mich am ganzen Körper stachen, bis mir 5 Kreaturen gegenüberstanden, die mich mit blutverschmierten Mäulern aus mürrischen Augen anstarrten und sich auf meinen Hals stürzten, sodass ich schreien musste. Wäre meine Mutter nicht in mein Zimmer gekommen und hätte mir eine Ohrfeige verpasst, die mich aus dem Schlaf gerissen hätte, was auch immer es war, hätte ich mehr gesehen, als ich ertragen konnte. Sie sah das Buch und ihre Wut kochte noch mehr in mir hoch. »Willst du die Dämonen dazu verleiten, dich anzugreifen, oder was?« wetterte sie und nahm das Buch vom Tisch. Sie führte mich hinunter zum Eingang und öffnete die Garagentür. »Stell es da rein.« Ich befolgte ihre Anweisung und legte das Buch in die Garage. Ich wusste, dass es nicht die Schuld des Buches war, aber ich wagte nicht, ihr zu widersprechen. »Willst du sterben? Wenn du dich weiter mit Dämonen abgibst, wird dir Gott niemals vergeben. Du wirst kein ewiges Leben erben, sondern nur den ewigen Tod. Das weißt du doch, oder?« schrie sie mich an, wäre mein Vater an diesem Abend dabei gewesen. Er hätte sie davon abgehalten, so weit zu gehen. Ich vermisste ihn plötzlich. Ihre Wut legte sich, nachdem sie mich angeschrien hatte, als sie erkannte, dass ich immer noch wie versteinert war. Sie brachte mich wenigstens zu sich, wofür ich dankbar war, aber ich fühlte mich auch verraten. Sie sollte mich eigentlich beschützen, aber ihr ging es nur darum, mir ihr Glaubenssystem aufzuzwingen. Alles, was sie wollte, war, mir zu sagen, dass ich falsch liege. »Ich bin«, hatte sie begonnen, und ich wandte den Blick von ihr ab und sah in meinem Spiegel wieder einen Schatten, der hinter meiner Mutter stand. Es fühlte sich nicht mehr so unheimlich an. Es fühlte sich fast tröstlich an, ihn zu sehen. Er bewegte sich von meiner Mutter zu mir. Eine Gestalt seines Arms legte sich um meine Schulter, und ich spürte, wie die kühle Brise bei seiner Berührung eine Gänsehaut verursachte. »Willst du, dass ich heute Nacht bei dir schlafe?« Ihre Stimme wurde leiser. »Ich schlafe allein«,
sagte ich, noch immer verletzt von ihrer verletzenden Bemerkung. Sie schaute eine Sekunde lang verletzt, aber dann kehrte sie zu ihrem normalen Stirnrunzeln zurück. Ich schlafe in dem kleinen Unterhaltungsraum neben dir. Wenn du mich brauchst, brauchst du nur wieder zu schreien. Gut, sagte ich und zog einfach wieder meine Decke über mich, wartete, bis sie weg war und weinte dann in mein Kopfkissen. Meine Mutter ging weg, ohne die dunkle Gestalt im Spiegel zu sehen, und ging in das Nebenzimmer. Als sie ging, kam die Dunkelheit in mein Bett, das unheimliche Gefühl war nicht mehr da und sie schmiegte sich an mich. Sie brachte mich zum Schweigen und bürstete mein Haar. Ich stellte es nicht in Frage. Ich hatte mich so lange vor ihm gefürchtet, aber mit der süßen Zuneigung, die er mir schenkte. Die fallenden Tränen verwandelten sich in ein leises Schluchzen. Mein Körper schüttelte sich gegen das Bett. Kleine, hauchige Wimmern wurden von meinem Kissen gedämpft. Als der Morgen kam, wachte ich mit einem schmerzenden Nacken auf und war sauer auf meine Mutter. Ich erinnerte mich daran, was passiert war, und dann schlich ich mich an meinen Laptop und recherchierte. Ich erfuhr, dass es sich um eine Schlaflähmung handelte und dachte mir, dass meine Fantasie mit der Vampirsache vielleicht zu weit gegangen war. Ich war steif, mein Körper tat so weh und ich sah, dass meine Schranktüren geschlossen waren. Wieder hatte ich das Gefühl, als hätte ich es mir nur eingebildet. Ich wusste, dass die Art von Trost, die es mir gab, das war, wonach ich mich verzweifelt sehnte. Es gab mir, was meine Familie nicht hatte, und ich hasste mich selbst. Ich hielt sie für ein Hirngespinst, da sie all die Dinge kannte, die ich wollte. Das heißt, bis etwas anderes auftauchte. Die Schattenfigur in den Spiegeln war nur der Anfang von allem. Fortsetzung folgt. Verfolgt. Wir sind vor 5 Jahren in dieses Haus gezogen. Ich hatte noch nie etwas Paranormales erlebt. Ich war ein Hardcore-Skeptiker. Etwa 18 Monate später begann ich beunruhigende paranormale Ereignisse zu erleben, die ich nicht erklären kann, egal wie viel Wissenschaft ich lese. Anmerkung: Ich habe keine Vorgeschichte von Halluzinationen oder Schizophrenie oder so etwas. Ich habe zu der Zeit weder Gras geraucht noch andere Drogen genommen. Ich war zu der Zeit Mitte 20. Der erste Vorfall ereignete sich in einer Novembernacht gegen 23 Uhr. Ich hatte die letzte Stunde damit verbracht, Among Us zu spielen und aus einem Spanisch-Lehrbuch zu lernen. Manchmal hörte ich entspannenden Jazz und trank etwas Jack Daniels. Ich ging auf die Toilette und dachte daran, wie klug und witzig die Spiele waren und dass ich es kaum erwarten konnte, wieder mit meiner Arbeit fortzufahren. Als ich meine Hose hochzog, erregte ein Geräusch meine Aufmerksamkeit. Zwischen den Wasserhähnen am Waschbecken stand eine Shampooflasche. Es handelt sich um ein Standardwaschbecken aus britischem Porzellan in der Nähe der Toilette, aber um die Flasche zu berühren, müsste ich meinen Arm ausstrecken, und wenn ich den Ellbogen anwinkelte, wie ich es in dieser Nacht tat, war ich nicht annähernd nah genug dran, um sie zu berühren. Die Flasche schwankte unnatürlich weit nach links und rechts und wiederholte diese Bewegung etwa 5 Mal, bevor sie in ihrer ursprünglichen Position zum Stillstand kam. Es war kein kleines Wackeln, sondern ein langsames, absichtliches Schwanken von einer Seite zur anderen. Mein Badezimmer ist winzig, aber ich konnte die Flasche nicht berühren, geschweige denn sie so zum Wackeln bringen, wie sie es tat. Das Fenster war geschlossen, es wehte kein Lüftchen und es war niemand sonst im Raum. Ich habe versucht, das Ganze noch einmal zu wiederholen, indem ich kräftig auf die Flasche pustete, mit den Armen fuchtelte und mich in die gleiche Position begab, in der es passiert war, aber ich konnte die Flasche nicht berühren oder bewegen. Selbst mit großzügigem Spielraum konnte ich die Flasche nicht berühren. Kurz gesagt, ich war es nicht und es hat mir den Abend verdorben. Dieser Vorfall erschreckte mich. Einige Tage später befand ich mich etwa zur gleichen Zeit im selben Badezimmer und wusch mir die Hände, als ich plötzlich das starke Gefühl hatte, dass etwas Unheimliches hinter mir stand und mich anstarrte. Ich schaute zum Spiegel und konnte nichts hinter mir sehen, aber ich spürte, dass da etwas war. Ich war zu ängstlich, um mich zu bewegen, beendete nach etwa einer Minute das Händewaschen und verließ das Bad, als das Gefühl nachzulassen begann. Dies geschah nun regelmäßig. Vor allem in der Küche und im Bad spürte ich, dass etwas da war oder dass mich etwas beobachtete und versuchte, mit mir zu kommunizieren. Die Präsenz war irgendwie imposant und dunkel. Ich konnte es nicht sehen. Mein Partner glaubte mir nicht, als ich ihm von diesen Vorfällen erzählte und ging vor mir ins Bett, damit er sie zunächst nicht mitbekam. Ich glaubte, dass es sich bei dieser Erscheinung um einen Mann handelte und eine Zeit lang dachte ich, es könnte sich um den verstorbenen älteren Mann handeln, der früher hier wohnte. Er wurde im Alter von 95 Jahren in ein Pflegeheim gebracht und war als böser, furchtbarer alter Mann bekannt.
Der Mann ist irgendwann gestorben, ich weiß nicht genau wann, aber entweder während oder gegen Ende der Vorfälle. Außerdem hatten wir einen Wohnzimmerteppich und als sich diese Vorfälle häuften, hörte ich in der Ecke neben der Tür etwas an dem Teppich zupfen. Als ich den Vorhang wegzog, war da nichts und das Geräusch hörte auf. An dieser Stelle kommt mein Partner ins Spiel, denn er blieb gelegentlich länger auf und hörte das Geräusch. Ich habe ihn nicht darauf hingewiesen, ich habe es gehört und bin ruhig geblieben, bis er es aufgeschnappt hat. Ich sagte ihm, dass ich dieses Geräusch hörte, er ging nachsehen und konnte nichts sehen. Das hat ihn auch misstrauisch gemacht. Wir haben ein Kaninchen, aber als wir nach ihm sahen, war es in seinem Käfig und fraß im Nebenzimmer, als die Geräusche entstanden. Es sei denn, er konnte sich teleportieren, vor unseren Augen unsichtbar am Teppich zupfen und sich zurück in seinen Käfig teleportieren. Das war er nicht. In der Zwischenzeit habe ich den Boden angehoben, um zu sehen, ob irgendetwas den Teppich unter den Dielen herausgerupft haben könnte. Die Dielen sind fest verschlossen und es wäre unmöglich gewesen, die Unterseite des Teppichs oder der Unterlage zu berühren. Vielleicht ist es mein Verstand, der die Angst manifestiert, aber ich begann, schreckliche Träume von einem alten Mann mit glänzenden schwarzen Augen, einer Halbglatze und weißem Haar in einem Wald zu haben. Diese Träume waren beunruhigend und die Männer waren nicht wie normale Menschen. Ich hatte das Gefühl, dass sie mit mir spielen wollten, bevor sie mich umbrachten. In einer Nacht wachte ich auf und spürte, dass jemand über mir stand. In einer anderen wachte ich auf und sah kurz eine schwarze Schrift an der Wand auf dem Treppenabsatz. Als ich blinzelte, war sie verschwunden. Ich hatte große Angst und spürte oft, dass etwas auf dem Treppenabsatz oder im Zimmer war. Bevor ich in dieses Haus zog, hatte ich keine Erfahrung mit Schlaflähmungen. Mein Partner sagte mir, er glaube, dass das, was auch immer es war, es genoss, mir Angst zu machen und sich von meiner Angst zu ernähren. Ich versuchte daraufhin keine Angst zu haben und mich dem Wesen zu stellen, was bis zu einem gewissen Grad auch gelang. Einer der schlimmsten Vorfälle war, als ich wusste, dass der Mann da war und ich spürte, dass er etwa einen Meter von meinem Computerstuhl entfernt stand. Er stand gerne über mir und hauchte mich manchmal an, während ich spielte. Ich habe World of Warcraft gespielt, ich weiß noch genau, was ich gemacht habe. Ich wusste, dass er versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erlangen und ich ignorierte ihn. Ich zwang mich, mich zu beruhigen. Dann kam er näher und ich hörte ein Geräusch, als ob jemand nur Zentimeter von meinem Ohr entfernt, schwer durch den Mund atmete. Ich nahm mein Headset ab und sah mich um, aber die Person verschwand in der Küche. Ich spürte, dass er wollte, dass ich ihm folge, also tat ich es. Meine Aufmerksamkeit wurde aus dem Fenster gelenkt, als ob er mich dorthin führen würde. Ich ging zum Fenster und schaute hinaus. Ich sah draußen eine Gestalt, die wie ein erwachsener Mann aussah, der einen grauen Kapuzenpulli und Handschuhe trug und in der Nähe meines hinteren Zauns stand, als wäre er gerade hinübergeklettert. Könnte ich mich geirrt haben? Ja, aber ich versuchte, aus dem Fenster zu rennen und landete wie erstarrt an der Küchentür. Ich konnte mich nicht bewegen, so sehr habe ich versucht wegzukommen, weil ich dachte, dieser Mann würde in mein Haus einbrechen und mich angreifen. Ich weiß nicht, wo der Mann war, aber nach etwa 2 Minuten schaffte ich es ins Wohnzimmer, noch 2 Minuten, und ich ging zurück, um nachzusehen. Der Mann und der echte Mann waren beide verschwunden. Ein seltsamer Teil von mir glaubte, dass der Mann die echte Gestalt verjagt hatte. Ich hatte das Gefühl, dass er versucht hatte, mich in dieser Nacht zu retten, und ich empfand mehr Sympathie für ihn. Es gab noch einen anderen Vorfall, der anders erklärt werden konnte, aber mein Partner war nicht überzeugt. Wir hatten einen kleinen Kinderschreibtisch mit 2 Holzstühlen hinter uns. Wir stapelten die Stühle auf den Tisch, während unsere Tochter im Obergeschoss war. Während wir an den Computern arbeiteten, fielen die Stühle auf den Boden. Sie waren nicht unsicher gestapelt. Die Türen waren offen und es wehte ein leichter Wind, aber der Wind hätte nicht einmal kleine Holzstühle zu Boden werfen können. Dies geschah bei Tageslicht am späten Nachmittag. Mit der Zeit verblasste das Gefühl. Ich fürchtete den Mann weniger. Oft spürte ich seine Anwesenheit in der Küche, als er viel zu nahe bei mir stand. Einmal spürte ich einen plötzlichen eisigen Schlag in der linken Halsseite. Unser Haus ist kalt und zugig, und obwohl ich überzeugt bin, dass er es war, könnte es auch etwas anderes gewesen sein. Meine Albträume begannen zu verschwinden. Manchmal hörte ich ihn die Treppe hinaufgehen. Und ich spürte, wie er in das Schlafzimmer meiner Tochter ging, um sie anzusehen. Er hat ihr nie etwas angetan. Auch mein Partner spürte mehrmals, dass etwas im Haus vor sich ging, aber er ist immer noch etwas skeptisch. Irgendwann hörte alles auf. Nachdem der Mann verschwunden war, hatten wir Probleme mit tierischen Schritten auf der Treppe. Es hörte sich an, als würde eine Katze auf- und ablaufen. Das erste Mal, als es passierte, konnten wir nichts sehen.
Das Rupfgeräusch ging weiter. Ungefähr zu dieser Zeit sprang unser Hauskaninchen aus irgendeinem Grund aus seinem Käfig und wir hatten mindestens 2, 3 Vorfälle, bei denen es die Treppe hochsprang und in unser Schlafzimmer lief. Er rannte herum und das war für ihn ungewöhnlich. Natürlich gaben wir ihm die Schuld und schlossen seinen Käfig fest ab, damit er nicht entkommen konnte, aber die Geräusche gingen weiter. Meine Ex-Frau wurde eines Nachts durch die Geräusche geweckt und ging der Sache nach, fand aber das Kaninchen in seinem Käfig und die Geräusche gingen weiter. Die Geräusche und Vorfälle haben nun schon seit einiger Zeit aufgehört. Das Haus fühlt sich ruhig an, aber das war ein zutiefst beängstigendes Ereignis, das mein Leben ruiniert hat und dafür gesorgt hat, dass ich mich nachts in meinem eigenen Haus unsicher fühle. Was könnte es gewesen sein? Das Haus. Ich möchte sagen, dass dies alles Anfang dieses Jahres begann. Fangen wir gleich damit an. Ich werde eine Hintergrundgeschichte des Hauses, in dem ich lebe, für den Kontext geben. Ich wohne in einem sehr geräumigen Haus, mit meinem Freund und seiner Familie. Ich wohne dort seit 3 Jahren, mein Freund und ich leben im Keller, der komplett fertiggestellt ist, im Grunde unsere eigene Wohnung. Das Haus wurde im Jahr 2000 gebaut. Eines der ersten Dinge, die mir an diesem Grundstück auffielen, war die Tatsache, dass es auf Karten als Kirchenfriedhof verzeichnet ist. Wenn man diesen Friedhof jedoch googelt, liegt er etwa 1 Meile oder so weiter die Straße hinunter am anderen Ende. Ein seltsamer Zufall, denke ich. Jedenfalls bemerkte ich nachts aus dem Augenwinkel heraus einen weißen Schatten in meiner Küche. Ich schob es darauf, dass ich nur deshalb etwas sah, weil ich an diesem Abend getrunken hatte und ließ es auf sich beruhen. Nun, ich sah diese Gestalt ein paar Mal pro Woche und auch wenn ich nichts getrunken hatte, begann ich zu denken, dass es seltsam war. Die Figur war groß, aber ich konnte nicht wirklich Gesichtszüge erkennen. Es war eher ein Seitenprofil und dann verschwand sie. Jetzt ist es März und ich sehe einen Beitrag auf Facebook von der Mutter meines Freundes. Sie und ich arbeiten in Krankenhäusern und sie hatte gefragt, ob noch jemand im Gesundheitswesen einen Geist nach Hause gebracht hat. Sie hatte das Gefühl, dass sie beobachtet wurde. Ich rannte zu meinen Nachrichten und erzählte ihr von der Gestalt, die ich im Keller gesehen hatte. Das war am 6. März dieses Jahres. Ich glaube, sie hat das Haus verlassen, nachdem ich ihr das erzählt hatte. Ehrlich gesagt, war etwa 1 Monat lang alles gut. Ich sah den Schatten nicht mehr und das Leben nahm wieder seinen Lauf. Am 24. April erstellte die Mutter meines Freundes einen weiteren Beitrag, in dem sie sagte, dass sie eine Hausreinigung brauche und dass die Dinge für eine kurze Zeit gut waren und dann wieder anfingen. Sie hörte Klopfen und die Hunde spielten zu merkwürdigen Zeiten verrückt. Und wieder einmal erzähle ich ihr von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, bevor sie ihren Beitrag geschrieben hat. Ich stand in der Nacht auf, um zu pinkeln, schwang die Beine und sobald meine Füße den Boden berührten, leuchtete mein Drucker in der Ecke des Zimmers, in der Nähe der Küche komplett auf und ich konnte jeden Zentimeter des Kellers sehen. Es war mir unheimlich, aber ich habe mein Ding gemacht und bin wieder ins Bett gegangen. 1 Woche später liege ich wieder im Bett, mein Freund schläft. Plötzlich werde ich von dem Gefühl geweckt, dass die Kante meines Bettes getroffen wurde und ich spüre, wie sich die Haare in der Nähe meines Gesichts bewegen. Das hat mich wirklich erschreckt. Ich habe mir die Decke bis zum Kopf gezogen und bin wieder ins Bett gegangen. Am 10. Mai postete sie, dass sie eine dunkle, schwarz-graue Masse im Haus schweben sah. In dieser Nacht waren mein Freund und ich über das Wochenende in Maine und kamen am nächsten Tag nach Hause. Ich hatte ihren Beitrag erst 2 Tage später nach meinem Erlebnis am Muttertag gesehen, 12. Mai. An diesem Tag war der 1-jährige Jahrestag der Entfernung meines Babys nach einer Fehlgeburt im 2. Trimester. Es war auch Muttertag. Ich genoss den Tag mit der Familie meines Freundes und ging ins Haus, um Essen zu holen. Als ich an der Insel stand, sah ich, wie sich etwas bewegte. Es war ein schwarzer, schwebender Schatten, der nicht sehr groß war und etwas niedrig am Boden lag. Ich schaute ihm nach, als er sich den Flur entlang bewegte, der direkt vor meiner Kellertür liegt. Als ich meine Mutter nach ihrer Erfahrung fragte und wo sie den Schatten gesehen hatte, sagte sie, dass er genau an der Stelle war, an der ich ihn gerade gesehen hatte. Als wir dort stehen und darüber reden, geht der Rauchmelder los. Ich möchte sagen, dass bisher die Mutter meines Freundes, seine Schwester und ich alle in den letzten Monaten Dinge gesehen und erlebt haben. Mein Freund und sein Vater haben nichts gesehen. Ich habe schreckliche Angst, allein im Haus zu sein. Ich bekomme einfach dieses schreckliche Gefühl, wenn ich dort allein bin.